Ein gemeinsames Kind, das verspricht Familienglück pur und ist für die meisten Paare in ihrer Vorstellung die Krönung ihrer Liebe. Und klar, die Liebe zu einem Kind kann man mit nichts vergleichen. Aber die Geburt eines Kindes bedeutet auch, dass sich vieles im Leben des Paares verändern wird. Einsteigen und anschnallen heißt es dann, die emotionale und organisatorische Achterbahnfahrt beginnt. Familie werden und dennoch Paar bleiben, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und ich spreche mit Claudia Mödebeck und Ralf Zibulla, sie beide beraten dazu Paare, in der Fröbel-Familienberatung Clara in Berlin. Jede Familie ist anders, aber gibt es einen gemeinsamen Nenner, wie die Beziehung von Paaren sich nach der Geburt des ersten Kindes verändern kann? Was sind da Ihre Beobachtungen? Ja, einen gemeinsamen Nenner würde ich es gar nicht unbedingt nennen, aber es gibt ganz typische Situationen, die den Paaren gegenüberstehen nach der Geburt des ersten Kindes. Und zwar ist natürlich ein Kind, was auf die Welt kommt, ein Baby, mit dem man zusammenlebt, etwas, was emotional, aber auch praktisch ganz, ganz viel ändert für ein Paar. Und zwar im Alltagsleben, aber auch im Umgang miteinander und auch auf die Partnerschaft einen ganz großen Einfluss hat. Und das ist für viele Paare unerwartet. Ist eine Erfahrung, die Paare zusammenbringen kann, wenn man damit zuverlässig und offen und rücksichtsvoll umgeht. Und es kann auch für viele Paare etwas sein, was sie näher aneinander, zueinander bringt. Wenn es eine gemeinsame Erfahrung ist, die mit viel Freude und ja, auch gemeinsam gemeisterten Herausforderungen zusammenhängt. Aber wir erleben in der Partnerschaft auch immer, dass das der Beginn von vielen Schwierigkeiten ist, die dann Jahre später auch oft zu vielen Schwierigkeiten oder auch zu Trennungen führen kann. Was sind das für Schwierigkeiten? Also wovon berichten da die Paare? Also ein ganz wichtiges Thema, ein wesentliches Thema ist tatsächlich dieser Wechsel der partnerschaftlichen Beziehung hin zu diesem Rollenwechsel als Eltern. Und dann auch nochmal der Wechsel, ein Elternteil bleibt zu Hause, der andere Elternteil geht arbeiten, ein Elternteil kümmert sich dann zu Hause um das Baby, vielleicht auch um den Haushalt, stillt. Und das kann passieren, dass der andere Elternteil dann oft vielleicht das Gefühl hat, auch außen vor zu stehen. Genau, ein Elternteil hat die Schwangerschaft auch ganz aktiv erlebt und durchlebt mit all seinen hormonellen und auch körperlichen Auswirkungen, die damit verbunden sind. Und der andere Elternteil hat dies dann auch nur von außen miterlebt und braucht dann vielleicht auch noch so ein bisschen Zeit, um aktiver auch in seine neue Rolle reinzuwachsen. Diese Aspekte, die können zu Spannung führen, für Unverständnis untereinander führen. Manchmal geht es auch darum, man versteht vielleicht nicht gleich, welches Bedürfnis hat jetzt der andere, habe ich gerade, was brauche ich jetzt auch gerade, und man sieht dann vielleicht auch gar nicht so schnell, was der andere eigentlich leistet. In der Regel ist das tatsächlich immer noch diese Rolle Mutter-Vater, aber mittlerweile erleben wir das natürlich auch ganz oft bei unseren gleichgeschlechtigen Paaren. Auch hier gibt es so ganz oft so eine bestimmte, so eine klassische Rollenverteilung zu beobachten. Das ist jetzt so aus der Sicht der Frauen berichtet. Was berichten Männer? Wie erleben die so diesen Start? Gibt es da Beispiele? Ja. Ich denke, für Väter wie für Mütter auch, ist das die Geburt erstmal etwas, was sie mit viel Glück und viel Stolz erfüllt. Ja, hängen natürlich auch Sorgen daran, aber erstmal ist es halt ein ganz einschneidendes Erlebnis, wo viele erstmal auch sagen, wow, toll, und erstmal ganz, ganz ja, eingenommen sind von dem neuen Wesen, was da in die Familie hereinkommt. Aber es geht für Väter immer wieder darum, eine neue Rolle zu finden. Ja, und das ist das, was Väter, denke ich, oft erleben und was wir auch in der Beratung immer wieder hören, ist dieser Umgang einerseits damit zu erleben, dass man selber in die zweite Reihe zurückgeht. Ja, man hat eine andere Rolle, man ist nicht mehr, also klar besteht die Partnerschaft weiter, aber das Baby steht ganz doll im Mittelpunkt. Und das heißt für viele Väter zu sagen, man kriegt weniger Aufmerksamkeit von der Partnerin, man ist in bestimmten neuen Zwängen auch irgendwie, muss sich haben bestimmte Rhythmen halten, bestimmte Dinge, die einem vorher lieb und teuer waren, wie gemeinsame Paarzeit und so weiter, findet jetzt nicht mehr so stark statt, sondern wird stark durchs Baby dominiert. Und das ist etwas, womit sich sicher viele Männer auch schwer tun, viele Väter, zu sagen, ich kriege ja gerade zu wenig von meiner Partnerin und das ist eigentlich gar nicht mehr so das Paarleben und das Familienleben, was ich mir vielleicht erträumt hatte. Das andere, was wir immer wieder von Vätern hören und was für viele Väter einfach auch schwer ist, ist zu erleben, dass ihre Partnerin mit dieser Mutterrolle, mit der Geburt, mit der Stillzeit, mit all den Hormonen, mit der Anstrengung auch die und Belastung, die das bedeutet, sich um ein Baby zu kümmern, so eine emotionale Achterbahn immer wieder durchmacht.
gereizt ist, oft in Tränen nah, schwer einzuschätzen einfach irgendwie, wo die Partnerin da steht. Und viele Väter sich damit auch einfach überfordert fühlen, zu sagen, so, ich kann das gar nicht mehr einschätzen, ich weiß gar nicht mehr, was da gerade los ist und was soll ich denn jetzt eigentlich tun, und sich dann vielleicht sogar angegriffen fühlen oder das irgendwie als, naja, irrational irgendwie ansehen, wie die Frauen dort reagieren, und das auch immer wieder zu viel Spannung in der Partnerschaft führt. Okay, Sie haben das ganz anschaulich beschrieben, also wie die Väter sich fühlen oder viele, die hier in Ihre Beratungsstelle kommen. Was raten Sie denen denn dann? Erstmal versuchen wir Väter auch dafür zu sensibilisieren, zu sagen, so, das ist eine schwierige Zeit, die sind jetzt ganz wichtig, ne? Ihr Beitrag ist auch ganz wichtig, dass sie sich einbringen, der Mutter den Rücken stärken, Zeiten mit dem Kind übernehmen, selber nicht irgendwie außen vor stehen, sondern auch zeigen oder auch immer wieder, ja, Zeiten übernehmen, sei es irgendwie morgens mit dem Baby aufzustehen, sei es das Wickeln, das Füttern, später dann das Füttern auch zu übernehmen oder halt auch das Schläschchen zu übernehmen, all diese Dinge. Aber natürlich irgendwie auch im Hintergrund zu sein und zu sagen, mehr Verantwortung zu übernehmen für Haushalt etc. etc. Und auch Verständnis zu haben für das, was Frauen emotional einfach durchmachen und was Mütter in dem Moment ja selbst auch nicht gut steuern können. Was wir Paaren empfehlen, ist, darüber im Austausch zu bleiben. Ja, und so mein Erlebnis oder meine Erfahrung mit Männern ist, die sind eigentlich ganz gut, wenn sie eine klare Idee haben, was sie eigentlich auch tun können. Ja, das heißt, in dem Moment, wo irgendwie Männer wissen, aha, wenn meine Frau weint, dann heißt das irgendwie dies und das, dann kann ich das und das tun, dann irgendwie ist für mir vielleicht irgendwie einfach Trösten erwartet, es geht gar nicht um Lösungen finden, es geht einfach darum, mal zuzuhören, ich muss jetzt gar nicht viel mehr tun, als einfach nur da zu sein, dann ist es für viele Männer auch tatsächlich auch erleichternd. Ja. Oder halt auch, wenn es darum geht, ganz klare Absprachen zu machen, wer übernimmt welche Schicht irgendwie mit dem Kind, wer kümmert sich um welchen Punkt. Es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun. Das Leben wird dann irgendwann sehr, sehr voll. Da gibt es den Haushalt, da gibt es die Arbeit, da gibt es das Kind, um das man sich kümmern muss. Beide wollen noch ein bisschen Freizeit vielleicht irgendwann auch wieder haben. Die Paarbeziehung soll nicht zu kurz kommen. All das kommt zusammen. Und da geht es um eine gute Absprache und eine gute Organisation, auch als Familie. Gute Absprache, das ist ja oft so im Eifer des Gefechts dann auch manchmal leichter gesagt so als getan, ne? Also dann fühlt sich der eine, der hat auch schon so viele irgendwie auf der Liste, und die andere dann eben auch. Wenn das dann aber so schon so festgefahren ist, wie kann man ins Gespräch kommen? Gibt es da so einen ganz praktischen Hinweis, wo man sagt, versucht das doch mal so? Ich glaube, das, was mein Kollege schon meinte, so dieses wirklich die ganze Zeit über im Gespräch zu bleiben, viel in der ganzen Zeit auch miteinander zu sprechen, ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, wie man auch so längerfristig dafür sorgen kann, dass Konflikte vielleicht gar nicht erst auftreten. Und natürlich kommt es trotzdem immer wieder vor, ne? Auch wenn man sich das Beste vornimmt und alles harmonisch gerne haben möchte, kommt Streit in den besten Familien vor. Und dann könnte es natürlich hilfreich sein, schon alleine mit diesem Verständnis füreinander, dass es für alle keine leichte Zeit ist, ein bestimmtes Verständnis füreinander zu haben. Es geht vielleicht auch so ein bisschen um Fehlerfreundlichkeit, ne? Und Sachen nicht vielleicht sofort an sich ranzulassen. Und mit diesem Gefühl kann es ganz hilfreich sein, in dem Moment vielleicht einfach, ja, sich gegenseitig so eine Art Stopp zu signalisieren und zu sagen, okay, lass uns vielleicht einfach zum späteren Zeitpunkt nochmal darüber reden. Und der Vorteil dann ist einfach, jeder macht dann so seinen Alltag weiter. Und die Emotionen, die in dem Moment vielleicht so ein Stück weit aufgekocht sind, können wieder so ein bisschen entspannen. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist dann natürlich die Chance gut, dass man dann wesentlich wohlgesonnener auf das Thema eingeht. Und ja, mit weniger Anspannung lässt sich das dann, also lassen sich auch viele Sachen gut klären. Ich glaube, das, was Sie sagen, das erlebe ich auch viel in Familien. Ne? Es gibt so ein gewisse, so eine Konkurrenz darum. Wer macht jetzt eigentlich mehr? Wer hat eigentlich auch gerade mehr Pause verdient? Und das ist ja oft ganz schwer aufzuwerten. Also irgendwie jemand, der im Vollzeitberuf steht und jemand, der Vollzeit zu Hause ist. Und dann hat man immer diese Diskussion, wessen Tag war eigentlich härter und wer braucht jetzt irgendwie die Entlastung? Ja, ist es okay, wenn dann ja oft irgendwie der Vater nach Hause kommt und sie ihm erstmal das Baby in die Hand drückt, weil sie auch einfach einen anstrengenden Tag hatte und er dann aber sagt, ich brauche jetzt auch erstmal Pause, weil ich hatte ja im Büro oder wo auch immer irgendwie auf der Arbeit halt einen anstrengenden Tag. Das sind natürlich sehr unschöne Muster irgendwie, wenn man so da miteinander in einen Wettkampf reinkommt und es ein Gegeneinander wird. Und darum soll es ja eigentlich nicht gehen. Und ich denke, es gibt zwei Dinge. Das eine, was wir natürlich in der Beratung auch immer wieder versuchen, ist einfach, ja, das Ohr zu öffnen, das Herz zu öffnen für das, wie es dem anderen geht. Und ich glaube, das können Paare aber auch zu Hause und für sich machen. Einfach mal irgendwie nachzufragen, so, wie geht's dir gerade? Wie ist es? Von sich selbst zu berichten, in welcher Situation man ist.
Und das in einer Atmosphäre aber zu haben, wo das nicht als Angriff oder man das nicht als Angriff sieht und es gar nicht darum geht, unmittelbar eine Lösung zu finden, sondern wo es erstmal nur darum geht, irgendwie miteinander wieder in Kontakt zu kommen und zu hören, aha, so geht's meinem Partner, meiner Partnerin, und dann erst im zweiten, dritten Schritt zu überlegen, okay, was machen wir denn damit? Und das andere ist, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass beide voneinander auch immer wieder die Anerkennung kriegen für das, was sie leisten. Dass es nicht darum geht zu sagen, ja, aber ich habe ja außerdem auch noch dies, das, jenes, sondern dass es eher darum geht, auch nochmal dem anderen zu signalisieren, das ist toll, was du da machst. Ja, das muss man gar nicht vergleichen, aber das, was du da leistest, dafür bin ich sehr dankbar. Vielleicht gibt es hier und da irgendwie auch noch was anderes, was man irgendwie sich vorstellt, aber erstmal auch zu sagen, es gibt natürlich irgendwie, leben wir alle davon, dass wir eine Anerkennung kriegen für das, was wir tun, und wo wir eine Anerkennung kriegen, sind wir oft auch bereit, einfach nochmal ein Stück mehr zu tun oder uns nochmal mehr darauf einzulassen, auch dem anderen vielleicht nochmal ein Stück weit mehr entgegenzukommen. Gibt es da praktische Übungen, wie Paare am besten ins Gespräch kommen können? Ich denke, dass, also ein bisschen angesprochen hatten wir es ja schon, was wir auch vielen Paaren gerne immer wieder mitgeben, ist so ein Hinweis oder die Motivation dazu, sich vielleicht in regelmäßigen Abständen auch miteinander hinzusetzen, vielleicht tatsächlich auch so einen festen Termin auch zu vereinbaren und zu sagen, meinetwegen jeden Mittwochabend, wenn die Kinder im Bett sind, setzen wir uns eine Stunde hin und reden mal nur darüber, wie ist es mir eigentlich in der letzten Woche ergangen. Und da können alle Sachen angesprochen werden, die einen beschäftigen. Und dann geht es wirklich auch nur darum, man selber erzählt und der andere Elternteil hört einfach nur zu. Ja, und da sind dann genau diese Sachen wichtig. Also wie geht es mir? Was hat mich in der letzten Woche beschäftigt und in den letzten Tagen sehr beschäftigt? Das können Sachen sein, die einen gut in Erinnerung sind, aber auch Sachen, die einen stark belastet haben. Und mit der Gewissheit, dass der Partner oder die Partnerin in dem Moment ja auch nicht wirklich gleich darauf reagiert, sondern nur zuhört, kann das wirklich sehr hilfreich sein, dass man sich vielleicht auch noch ein Stück weit mehr öffnet. Und wenn man das regelmäßig macht, kann das tatsächlich das Verständnis füreinander und auch das Verstehen des anderen tatsächlich sensibilisieren. Das, was wir immer wieder empfehlen, ist zu sagen, so, man kommt dann oft an einen Punkt, wo man sagt, so, jetzt will ich darüber reden. Mhm. Ne? Und der andere ist überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. Also sich wirklich irgendwie dazu verabreden, entweder regelmäßig oder einfach zu sagen, so, ich würde einfach gerne mal wieder mit dir reden. Machen wir das heute Abend, morgen Abend, übermorgen Abend. Aber lass uns mal irgendwie gucken, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen. Zeit ist einfach für viele junge Familien einfach das entscheidende Kriterium. Aber die Zeit muss man sich dann auch nehmen. Und wenn man das einplant und sagt, so, jetzt geht's mir nochmal drum zu horchen oder dass wir uns Zeit nehmen zu gucken, wo stehen wir beide, dann hat man deutlich bessere Chancen, als wenn man den anderen so zwischen Tür und Angel damit überfällt. Und das darf sich am Anfang auch ruhig ein bisschen künstlich anfühlen, ne? Also ganz oft erlebe ich so in der Praxis, ach, das fühlt sich so gekünstelt an, das macht aber nichts. Das darf am Anfang so sein, so diese Regelmäßigkeit, ne? Die kann dazu führen, dass es dann auch irgendwann zum Bedürfnis wird, wirklich zu sagen, okay, oder dass es im Alltag etabliert wird, zu sagen, da haben die Sachen, die uns beschäftigen, auch einfach Platz. Sie sagten nochmal, wie kann man sich da vorher schon drauf vorbereiten? Ich glaube wirklich, dass dieses, wie ist es dann mit einem Baby, dass das was ist, wo man vorher viel reden kann und wo man dann doch wieder überrascht wird, dass es am Ende ganz anders ist. Ich glaube, das kann sich kaum jemand vorstellen, wie das dann am Ende sich wirklich anfühlt, wie die Bedürfnisse des Kindes sind, wie das den ganzen Alltag durcheinander wirbelt. Das ist wirklich was, das lernt man erst, wenn es soweit ist. Das andere, was man durchaus vorher besprechen kann und auch vorher besprechen sollte, ist sicher nochmal zu gucken, wie stellen wir uns denn die Jahre danach vor? Ja, also wer übernimmt wie viel Elternzeit? Was passiert in dieser Elternzeit? Ja, genau. Machen wir die Weltreise oder bleibt einer zu Hause und der andere geht arbeiten und wechseln wir uns da ab? Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Und auch nochmal zu sagen, ja, die Mutter dann, die ja mindestens mal in den ersten Wochen und dann auch zu Hause bleibt, wie bald planen eigentlich beide oder wie weit sind sich beide einig, wann die Mutter auch wieder in den Job einsteigt? Und wer kümmert sich dann ums Kind und welche Zeiten wird der Vater übernehmen? Heißt das Teilzeit? Heißt das Vollzeit? Ja, ich glaube, das sind Dinge, die Paare sehr wohl vorher auch ein Stück weit miteinander überlegen sollten und sich einig werden sollten, weil das bringt eine Menge Frustration oft, wenn man das Gefühl hat, ich hänge hier zu Hause fest und mein Berufsleben geht gar nicht weiter. Genau. Wenn das Kind dann größer wird und dem Babyalter so langsam entwächst, dann sind die meisten Paare ja damit konfrontiert, also mit der Frage konfrontiert, welchen Umgang sie mit dem Kind pflegen wollen. Stichwort Erziehung. Da gehen ja die Ideen so manchmal auseinander und bieten auch nicht selten ordentlich Konfliktpotenzial in Paarbeziehungen. Wie gehen Paare damit am besten um?
Es ist auf jeden Fall ein ganz häufiges Thema, was wir auch beobachten. Und es ist tatsächlich so, dass die Eltern bemüht sind, ganz oft einen Konsens zu finden, unterhalten sich auch schon bevor die Kinder kommen darüber, was sind unsere Werte, wie stellen wir uns das vor, wie wollen wir unsere Kinder beim Großwerden begleiten. Und ja, wenn das Kind dann da ist, zeigt sich plötzlich doch, dass manche Meinungen doch auseinandergehen. Ne? Und es liegt dann tatsächlich auch häufig daran, dass man natürlich gar nicht weiß, was auf einen zukommt, wie man in bestimmten Situationen reagiert. Und tatsächlich kommt es auch aus den eigenen Erfahrungen, aus der eigenen Familie so ein Stück weit drauf an. Also was habe ich erlebt? Wie ist mit mir damals umgegangen worden? Und ganz häufig erleben wir auch, dass Eltern dann sagen, nein, ich mache das dann aber ganz anders. Und beim besten Willen erwischt man sich dann trotzdem dabei, dass man dann vielleicht doch etwas sagt, auch jetzt klinge ich genauso wie mein Papa oder meine Mama das gesagt hat. Ne? Und ich glaube, dann geht es tatsächlich auch wieder darum, immer wieder ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Mensch, was sind meine Werte, meine Vorstellungen? Und auch zu gucken, okay, wo kann ich mitgehen? Wo kann ich vielleicht auch einfach anerkennen, dass Mama oder Papa mit dem Kind anders umgeht? Und wo ist es aber ganz wichtig, dass wir beide einen Konsens finden? Aber vielleicht nochmal so ganz konkret, gibt es Fragestellungen, die man sich stellen kann, um überhaupt ins Nachdenken dazu zu kommen? Also wenn Sie zum Beispiel eine Familie hier haben, die sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, wie gehen Sie da vor? Das, was wir mit Eltern regelmäßig diskutieren, ist zu sagen, so, was ist Ihnen wichtig in der Erziehung? Ja? Da wirklich mit beiden nochmal zu gucken, wo gibt es da auch Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiedlichkeiten? Das ist was, was Eltern auch immer wieder tun können. Was ist uns eigentlich wichtig für unsere Kinder? Ja, ist es eher die Freiheit? Ist es eher eine bestimmte Struktur? Sind wir eher strenge oder nicht so strenge Eltern? Ist es uns wichtig, irgendwie unser Kind zu fördern? Oder sehr genau nochmal zu gucken, irgendwie, dass das Leben da ja auch irgendwie auch so seine eigenen Spuren irgendwie beim Kind hinterlassen wird. Ich glaube, dass solche Dinge irgendwie kann man sich auch als Eltern immer wieder gemeinsam überlegen, zu sagen, so, wo sind wirklich unsere Schwerpunkte? Das andere, was Sie sagten, mit dem Papa sagt ja, Mama sagt nein und andersrum. Ich glaube, eine Frage, die man sich auch immer wieder stellen kann, ist zu sagen, wie würde es mir jetzt eigentlich anstelle des anderen Elternteils geben? Ja? Also man hat ja immer einen guten Vorsatz, warum man da reinprescht. Ja? Man hat immer irgendwie einen Wunsch, das Kind zu schützen oder das in der Erziehung noch ein bisschen besser zu machen, irgendwie als der andere es gerade tut. Und dann mit den besten Ideen irgendwie prescht man dann dazwischen und sagt, oh nee, das machen wir jetzt aber anders und das erlaube ich jetzt oder verbiete ich jetzt, obwohl der andere das anders gemacht hat. Sich zu überlegen, okay, wie würde es mir denn eigentlich gehen, ja, wenn ich jetzt anstelle des anderen wäre und wenn mein Partner, meine Partnerin mich da unterbrechen würde oder so gegen mich agieren würde, das wäre sicher irgendwie auch nochmal eine Überlegung, die man machen kann. Und ich glaube, das Dritte, was sich Eltern immer wieder vor Augen halten sollten, ist zu sagen, diese Diskussionen gehören nicht vor die Kinder. Mhm. Ja, so, das macht man dann am Abend, wenn die Kinder im Bett sind oder genau nochmal mit einem gewissen Verzug oder man zieht sich zurück irgendwie ins Nebenzimmer und sagt und ist dann gleich wieder da, aber eben nicht von den Kindern, dass dann irgendwie da in ein Gerangel kommt, auch mit Worten in ein Gerangel kommt. Das ist sicher nicht hilfreich für die Position als Eltern, nicht hilfreich für die Kinder. Das sollte man tun, nicht vermeiden. Was wir immer wieder erleben als Thema, ist natürlich die Frage, wer bringt sich denn wie viel ein und wer darf sich denn wie viel einbringen? Wenn ich jetzt mal für die Väter spreche, dann erlebe ich auch immer wieder Väter, die sagen, meine Frau traut mir gar nicht zu, ich würde eigentlich gern mehr machen, aber wenn ich was mache, dann mache ich es falsch. Und dann sage ich, klar, also die Mütter, dadurch, dass sie halt irgendwie von Anfang an, während der Schwangerschaft, aber auch in den ersten Wochen eigentlich in der Regel immer näher dran sind am Kind, die haben natürlich einen gewissen Vorsprung. Ja, so, die haben mehr Erfahrung, die haben mehr Blick darauf, wie es dem Baby gerade geht, was das Baby gerade braucht. Und da müssen Männer natürlich irgendwie erstmal irgendwie auch Erfahrung machen oder so als das Elternteil, was eben nicht diese Geburt und ersten Wochen so intensiv miterlebt hat. Und da braucht es einerseits, denke ich, oft auch von den Müttern eine gewisse Gelassenheit zu sagen, okay, der muss auch seine eigenen Erfahrungen machen, ja, und vielleicht irgendwie muss er es auch mal irgendwie nicht so optimal machen. Und ich denke, irgendwie als zweites Elternteil, als Vater, bricht man sich da auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, okay, erklär es mir doch einfach mal oder sag mir doch mal, wie mache ich das gerade, passt das? Aber wenn man sich da, ja, weil es einfacher ist, wenn man dem Konflikt aus dem Weg geht, weil man irgendwie vielleicht ein bisschen auch verärgert ist darüber, da kritisiert zu werden, wenn man sich da zurückzieht, dann ist es eine Rollenverteilung, die über kurz oder lang tatsächlich irgendwie auch für viele Paare Probleme bereitet, weil die Väter sich ausgeschlossen fühlen, weil die Mütter sich nicht unterstützt fühlen
Und das gilt es tatsächlich zu vermeiden, indem beide auch da ein bisschen gelassen miteinander umgehen, aber von Anfang an auch immer wieder gucken, okay, wie können sich beide hier auch gut einbringen. Das ist ein interessanter Punkt, wo ich tatsächlich auch gerne nochmal so die mütterliche Rolle mit einbringen wollen würde. Also die Mutter, die erlebt ja schon die 9 Monate in der Schwangerschaft und hat genau deswegen natürlich nochmal eine andere Bindung zu dem Kind, die natürlich über die Zeit der Schwangerschaft hinausgeht. Das merkt man schon ganz oft daran. Wenn ein Baby weint, ist es für eine Mutter manchmal schwieriger auszuhalten als für den anderen Elternteil. Und trotzdem ist es aber so, dass Mütter total das Herz aufgeht, wenn der andere Elternteil, was ja Väter oder auch die anderen Mütter, mit dem Kind kuscheln oder Zeit verbringen und trotzdem aber immer wieder diesen Impuls haben, vielleicht hier und da einen Hinweis zu geben, wie man es vielleicht anders machen könnte. Und das ist aber nicht als Kritik zu sehen, sondern es geht viel eher darum, dass die Mütter, die das Kind geboren haben, da nochmal sensibler darauf sind, wie kann ich das Wohlbefinden meines Kindes schnellstmöglich wiederherstellen. Weil, und das kennt man ja auch, wenn Kinder erstmal anfangen zu weinen und das Erregungsniveau relativ hoch ist, ist es immer schwieriger, wieder Kinder zu beruhigen. Das ist eine Erfahrung, die Mütter, weil sie halt sich dann mehr um die Kinder kümmern, eher haben und möglichst früh eingreifen wollen. Das hat weniger damit was zu tun, die Väter zu kritisieren, aber es kommt dann natürlich auch so rüber, ne? Und trotzdem sei aber auch gesagt, dass auch Mütter durchaus mutiger sein dürfen, den Vätern wirklich das zuzutrauen, dass sie mit den Kindern auch umgehen können, ne? Und auch eine andere Art und Weise haben, wie sie mit den Kindern dann umgehen, ohne dann gleich Sorge zu tragen oder in Kritik zu verfallen. Ne? Was es so sensibel macht, ist, dass Elternschaft einfach so ganz eng zu unserer Persönlichkeit gehört oder ein Anspruch ist, den eigentlich alle Eltern an sich haben. Wir wollen alle gute Eltern sein, wenn wir erstmal Eltern werden. Und da ist es ganz schwer, auch mal mit Kritik umzugehen, weil das etwas ist, wo wir uns sofort persönlich angegriffen fühlen. Also von daher ist es ein sensibles Thema in der Beratung, aber natürlich auch bei den Familien zu Hause. Und doch ist es was, was man nicht verschweigen sollte. Also Geduld, im Gespräch bleiben, das sind so die Aufgaben ganz am Anfang, wenn das Paar eine Familie wird. Aber braucht es dann nicht auch wieder gemeinsame Erlebnisse, also außerhalb der Rolle als Eltern, um als Paar auch weiterhin glücklich sein zu können? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wo Sie das mit dem Babysitter ansprechen, das ist für viele Paare dann, wenn man mal so ein bisschen über die ersten Monate hinauskommt, spätestens auch wieder wichtig zu gucken, wo bleiben wir als Paar eigentlich? Ja, also wenn man nur noch Eltern ist, dann hat man natürlich auch was verloren. Und das ist auch was, was wir in der Beratung erleben. Die Kinder sind dann irgendwie 2, 3, 4 Jahre alt. Die Paarprobleme nehmen zu und dann fragt man, wann hat das begonnen? Naja, so ungefähr um die Geburt herum, weil wir uns da kaum noch Zeit miteinander gelassen haben. Und wenn man fragt, was fehlt ihnen, dann kommt ganz oft, wir hätten einfach gerne mal wieder schöne Zeit miteinander. Ja, so gemeinsam irgendwie ausgehen, essen gehen, Freunde treffen, wie auch immer. Und das ist was, was man, sobald, wie gesagt, das wieder ein bisschen möglich ist, sobald man irgendwie merkt, das Kind ist ein bisschen größer, vielleicht dann auch später irgendwie Babysitter, die muss man ja nicht unbedingt bezahlen, vielleicht gibt's andere Eltern, Freunde, Verwandte, die einspringen können ab und zu einmal. Aber das ist ganz wichtig, dass Paare auch schauen, irgendwie neben all dem Stress im Alltag, auch, dass die Paarzeit auch eine wichtige Rolle bekommt und dass dafür auch Zeit übrig bleiben muss. Gut, also was würden Sie jetzt abschließend vielleicht nochmal an 3, 4, 5 Punkten Familien gerne mit auf den Weg geben, wie sie vielleicht zu Hause tatsächlich das schon mal anpacken können und miteinander ins Gespräch kommen? Also Punkt 1, bleiben Sie im Gespräch. Ganz wichtig, damit Sie wissen, wo steht Ihre Partnerin, Ihr Partner, damit der Gegenüber weiß, wo stehen Sie. Das Zweite ist, unterstützen Sie sich gegenseitig. Das ist eine anstrengende Zeit für alle Beteiligten. Für die Eltern auf jeden Fall. Und da geht es darum, dass sie beide sich irgendwie so gut es geht eben unterstützen und nicht in Konkurrenz miteinander kommen, sondern wirklich irgendwie schauen, wie können sie das gut aufteilen, wie können sie sich da gut gegenseitig auch das Leben leichter machen, statt schwerer machen. Und das Dritte wäre für mich das, was ich jetzt irgendwie gesagt hatte, nochmal zu schauen, dass das Paarleben auch sein eigenes Recht hat und man das nicht vergessen sollte und nicht irgendwie einfach ja, hinten runterfallen lassen sollte. Weil das wird sich auf längere Zeit auch rächen. Und wir haben jetzt natürlich ganz viel über Herausforderungen gesprochen im Familienalltag. Daneben gibt es natürlich auch diese ganz schönen Augenblicke miteinander im Familienleben. Und gerade wenn es mal so angespannt ist, das kennen wir alle aus Erfahrung, ist es ganz leicht, auch immer auf diese negativen Dinge zu gucken und auf die Anspannung zu reagieren.
Und dabei ist es doch oftmals auch viel wichtiger, auf die Sachen zu gucken, die gut funktionieren. Ne? Die auch, also den Fokus darauf zu richten, okay, also eine schöne Zeit miteinander zu haben, sich gegenseitig auch wertzuschätzen, auch als Paar sich anzuerkennen, auch mal liebevolle Worte zu sagen. Ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.